Hallo, wir sind im fünften Video zum Thema Differentialoperatoren und da wollen wir eine Formel herleiten, nämlich die Formel für die partikuläre Lösung einer inhomogenen Differentialgleichung. Gut, fangen wir auf der linken Seite an. Gegeben ist also eine inhomogene Differentialgleichung, nämlich diese hier. Ja, zunächst einmal wechseln wir zur Operatorschreibweise. Und zwar habe ich hier die zweite Ableitung von y, also schreibe ich hin d Quadrat y. Dann habe ich a mal die erste Ableitung von y, also schreibe ich hin a mal dy. Ja, und dann habe ich noch b mal die Funktion y, das wird nur übernommen. Genauso wie die rechte Seite, da steht g von x. Das schreibe ich dann hier auch auf die rechte Seite. Ja, im nächsten Schritt, da klammere ich dieses y aus. Die Funktion y habe ich ja hier, hier und hier, also in jeden Summanden und deshalb kann ich die hier ausklammern. Gut, jetzt habe ich hier eine Klammer und in dieser Klammer, da steht ein Polynom, nämlich ein Polynom von d. Also ersetze ich diese Klammer durch p von d, ja, ein Polynom des Differentialoperators. Ja, jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier erhalten haben. Also wir haben hier eine Differentialgleichung, eine inhomogene Differentialgleichung, ne, denn auf der rechten Seite steht ja g von x. Und diese inhomogene Differentialgleichung, die wollen wir jetzt auf der rechten Seite lösen. Ja, wir sind jetzt auf der rechten Seite und gegeben ist, wie gesagt, diese Differentialgleichung hier, eine inhomogene Differentialgleichung. Und wir fragen uns, wie lautet die Lösung y? Gut, wir machen also jetzt folgenden Ansatz, um die Lösung y zu ermitteln. Und zwar überlegen wir uns Folgendes. Wenn ich für y die richtige Lösung einsetze, dann mache ich ja sozusagen die Probe. Ja, und weil es die richtige Lösung ist, muss die Probe eine wahre Aussage ergeben. Und die wahre Aussage, die müsste dann lauten g von x gleich g von x. Ja, oder anders ausgedrückt, die linke Seite muss zu g von x werden. Ja, und das habe ich hier mal drunter geschrieben. Gut, wir fragen uns also, was muss ich für y einsetzen, damit die linke Seite zu g von x wird? Ja, und was ich für y einsetzen muss, das steht hier in dem blauen Kasten. Ja, und wie ich darauf gekommen bin, das erkläre ich euch jetzt. Also, wir haben ja gesagt, dass die linke Seite zu g von x werden muss, ne, wenn ich für y etwas einsetze. Das heißt dann, dieses p von d muss verschwinden und g von x muss erscheinen. Ja, so wie mache ich das jetzt? Ja, da muss ich für y diesen Term hier einsetzen. Ja, dieser Kehrwert hier, der bewirkt, dass sich p von d wegkürzt. Das habe ich ja hier im Zähler und hier habe ich es im Nenner. Ja, da habe ich schon mal ein Problem gelöst. So, wenn ich jetzt für y etwas einsetze, dann muss aber g von x erscheinen. Denn am Ende soll ja hier stehen g von x gleich g von x. Also schreibe ich hier einfach g von x hin. Ja, und wenn ich jetzt diesen Term hier, der im blauen Kasten steht, hier einsetze, dann ist p von d weg und g von x erscheint und da steht dann g von x gleich g von x. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja, das hatten wir ja im vorigen Schritt gesagt. Die linke Seite muss zu g von x werden. Ja, und somit habe ich auch die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung gefunden. Die kann ich ja ablesen. Mein y, das ist ja die Lösung. Genauer gesagt, die partikuläre Lösung. Die partikuläre Lösung y ist gleich 1 durch pd gx. Ja, also das, was hier im Kasten steht, diese Funktion y ist die Lösung von dieser
inhomogenen Differentialgleichung hier. Gut, mit dieser Lösung hier, da kann ich zunächst einmal gar nichts anfangen. Ja, denn dieser Differentialoperator hier, dieser zusammengesetzte, also dieses Polynom, das steht ja jetzt im Nenner. Ja, da muss ich mir erstmal überlegen, was bedeutet das denn? Ja, und wie man da vorgehen muss, das hängt davon ab, was g von x ist. Ne? G von x, gehen wir mal hier zurück zur linken Seite. G von x, das ist ja hier diese Störfunktion, ne? Also die, die die Inhomogenität bewirkt. Ja, das ist g von x. Und je nachdem, was da steht, also zum Beispiel ein Polynom, eine E-Funktion, eine Sinusfunktion, ja, je nachdem, was hier oben steht, muss ich diese Formel hier noch auf eine ganz bestimmte Art und Weise bearbeiten. Ja, das sind dann die verschiedenen Fälle und die werden wir dann in den nächsten Videos behandeln. Aber hier sind wir erstmal am Ende. Auf Wiedersehen.